Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich spiele Jill Valentine und wir befinden uns auf der Western Map. Da kommt schon der Killer. Ja, Herzschlag. Oh nein. Victor, das sind die Zwillinge. Oh no. Okay, die Michaela hält die anscheinend gerade ganz gut auf. Sehr gut. Ah, ich hoffe, wir kriegen den ersten Generator durch, bevor sie fällt. Wäre jetzt nämlich richtig gut. Dann besteht Hoffnung für uns. Nein! Aber doch, wir kriegen durch, bevor sie hängt. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Nee, das sind nicht die Zwillinge. Wir haben den Ton hier von diesen Röhren gehört. Ich zeige euch das mal. Genmaterial eingesammelt. Jetzt blinke ich natürlich hier wieder so komisch. Seit gestern Abend, also den 14.3., sind so komische Säulen da. Und da kriegt man Genmaterial. So. Sollte ich direkt heilen? Okay. Dann hoffen wir einfach mal, dass der Killer nicht zurückkommt. Und ich dich in Ruhe heilen kann. Also war das vorhin das Geräusch von dieser Säule oder diesen Säulen, die aufgetaucht sind. Und nicht von Victor. Wir müssen jetzt auch mal hier rüber. Ein Gen machen, da ist jetzt kein. Und die nächste Michaela. Es ist der Fallensteller. Oh, sehr schön. Nein. Nase hat gejuckt. Falls meine Stimme sich ein bisschen kratzig anhört. Ja, es liegt daran, ich habe eine Erkältung. Also die fängt gerade erst an. Deswegen dachte ich mir, ich nehme trotzdem ein paar Folgen auf. Und ja, da ich ja aktuell leider immer noch Probleme habe mit Rucklern in den Aufnahmen, bin ich leider auch immer noch am Testen mit den Einstellungen, wie ja, wie es ruckelfrei wird. Ich hoffe, das habe ich jetzt hinbekommen. Und es tut mir leid, dass die Folgen, wenn entweder immer noch ruckeln oder hier vorgeruckelt haben. Oh nein. Ich habe das Skillcheck einfach nicht gehört, weil ich nur am Quatschen bin. Hauptsache, ich vergurk's, indem ich nicht auf meine Umgebung gerade achte. Ah, jetzt ist er wieder hinter ihr hinterher. Brumm, 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 brumm. Ausgangstor, wir gehen mal in den Keller. Ich hoffe, dass einfach mal hier ein Sanikasten drin ist. Dann würde ich aber trotzdem meinen Werkzeugkasten wieder mitnehmen. Oh, wie geil. Das heißt also, ich kann mich schnell mal selbst heilen. Immer dieses Versprechen. So. Dann haben wir das jetzt auch. Wir werden wieder hochlaufen und gucken, dass wir rennen können. Retten können, nicht rennen können. Alter Schwede, der Himmel, das fällt mir jetzt erst auf. Wow. Sorry.
Ich war gerade verwundert. So. Ah, okay, sie wurde schon gerettet. Oh Gott, den hatten wir fast fertig. Okay, er tritt vor uns gegen den. Ich habe jetzt... Raffinierter Bob. Ich wäre, glaube ich... Ich war rausgekommen. Aber... Nein, lass mich liegen. Böse. Hallo? Skillchecks? Guten Morgen. Ja. Becken mal ab. Schön hier. Dieser Himmel, guckt euch den an, das sieht voll schön aus. Hä? Ach so, ah. Beide können also segnen, sehr schön. Mietetatze war noch, oder ist immer wieder aktiv, weil er hier irgendwo rumstrauchelt. Firma dankt. Aber ich möchte gerne hier rüber gehen zum Heilen. Entschuldigung. Ich kann das Husten leider nicht unterdrücken und mich so schnell leider auch nicht muten. Ich habe gedacht, die kommt jetzt wenigstens hinterher. Aber okay. Aber hier kann ich mich ja auch super schnell und einfach selbst heilen. Ich helfe hier jetzt schnell. Mir ist natürlich bewusst, dass er da unten rumquatscht, rumstrauchelt und jederzeit wieder hierher kommen kann. Aber wir haben ihn gerade gut im Blick. Und den kriegen wir jetzt definitiv durch. Einfach jetzt mal den guten Herrn vom anderen Generator weglocken. Aber das macht der gute Killer natürlich nicht mit. Oh nein. Ist hier irgendwo eine Falle? Nein. Okay. Was ich aber weiß, er hat da hinten in dem Busch die Falle wieder gelegt. So. Oh nein, der ist wirklich fast wieder komplett runter. Tritt er gegen? Tritt er nicht gegen? Nein. Na gut, der hat aber auch kaum Fortschritt. Da drüben nimmt er gerade eine Falle auf. Das Gute ist, wir haben gerade noch drei Generatoren auf der Map. Und wir können ihn eigentlich hin und her jagen, indem wir ja alle drei Generatoren antatschen und reparieren. Aber ich glaube, zwei sitzen gerade gemeinsam an einem Generator und die hängt jetzt im Keller. Ungut. Dann macht er die Tür auf. Und das Totem kaputt.
Los geht's zum Generator. Ich wusste, er wird dir um die Ohren fliegen. Okay, die Ausgänge sind gut für ihn. Nah beieinander. Danke, dass du mich heilst, aber wir sollten jetzt wirklich an die Ausgänge. Ausgang Uftata und so. So, die hängt jetzt auch zum zweiten Mal. Ich werde jetzt nicht auf 99% bringen, sondern direkt komplett aufmachen. Ich hing auch erst einmal. So. Ah. Ach nee, das ist die, die schon öfter hing. Nee, er kommt. Oh. Nee. Nee, nee, nee. Jetzt hängen die beide unten im Keller. Ich weiß auch nicht gerade, wo die andere links ist. Aber ganz ehrlich, mir ist es auch irgendwie ein bisschen zu heiß, jetzt retten zu gehen. Er wird da hinten sowieso in der Nähe rumquatschen, weil sonst wäre er ja schon hier schon mal längst drüber gekommen. Willst du wirklich noch versuchen zu retten? Killer kommt. Nicht gut, Mädel, wenn er dich jetzt auch bekommt. Dann gehe ich raus. Bringt leider nichts. Ich habe nämlich die Aufgabe, dreimal zu entkommen. Ich hoffe, die beiden schaffen es jetzt noch. Ach, Menno. So, plus ein Pip. Sehr schön. Okay, Flüchtling, hätte ich ein bisschen mehr machen können. So, und da haben wir wieder die nächste Stufe. Okay, ich bin raus. Die eine ist noch im Spiel. Wir gucken noch kurz rein. Nein, er hat sie bekommen, weil sie zum falschen Ausgang gelaufen ist. Ach, sie soll den Ausgang aufmachen. Okay. Ah, nett von ihm. Müsste er jetzt ja auch nicht machen. Ach, er macht jetzt noch Paletten, damit er da auch nochmal ein paar Pünktchen kriegt. Aber ich würde da jetzt als Survivor auch nicht mehr reinlaufen. Ah, jetzt dank legt sie ihn den Kasten hin. GG. Okay, habe ich jetzt ein bisschen zu früh geschrieben. Killer hatte Erregung dabei. Ruf der See. Okay, deswegen wusste er das halt auch immer, dass er, also dass jemand wieder am Generator ist, wenn man nur einen guten Skillcheck gemacht hat. Hm. Brutale Stärke. Und das Beste kommt zum Schluss. Okay. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.